Charakterauswahl. Man sieht einiges zur Auswahl. Argonia, kleine Reptilienrasse. Die Bretonen wohl, naja, das Nordvolk. Dunkelelfen, Hochelfen, Kaiserlicher, das Hauptvolk. Die Kajit oder so ähnlich, weiß ich nicht genau. Werden wir auch spielen, weil ich mich für einen Dieb entschieden habe, der auf Zweihand geht, mit ein bisschen Gift, Dolch. Zwar nicht den großen Taschendieb wird, aber hauptsächlich Zweihand-Dieb, so ein bisschen. Mal gucken, wie genau wir spielen, da dürft ihr noch selber entscheiden, aber es ist so die grobe Richtung. Die Nord. Ein Ork darf man auch mal hier in dem Game spielen. Rotwardone. Okay, wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, aber passt schon. Und der Waldelf. Ja, immerhin gibt es ein paar, ich sag mal, Klassen, die man so in anderen Spielen nicht so spielen darf. Aber sonst sind es auch wieder so die Standard-Charakterrassen. Aber wie gesagt, wir spielen die Kajit, die Katzen. Und dann fangen wir mal mit der leichten Erstellung. Man hat auf jeden Fall reichlich zur Auswahl immer, was man einstellen kann. Aber ich wollte jetzt nicht bis ins kleinste Detail da alles einstellen. Ich bin da nicht so der Superfreund von, das jetzt bis wer weiß wohin zu exorzieren. Ups. Ja, Gesichtsfarbe ein bisschen dunkler, sieht ja schon viel zu hell aus. Bisschen Schmutz, wir sind in einer schmutzigen Welt. Narbe, kann nie schaden. Kriegsbemalung. So sieht das schon mal ganz in Ordnung aus. Nasenbreit hast. Der erweiterte Standard bei Rollenspielen, würde ich mal sagen, die man hier einstellen kann. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt Lachfalten sind, aber okay. Ich weiß auch nicht, wie die bei einer Katze oder katzenähnlichen Rasse sonst aussehen. Ja. Ist schon so in Ordnung. Ja. Das ist so in Ordnung. Augenfarbe allerdings. Das ist noch so, naja, Katzenaugen, wenn schon. Höhe, Breite, Länge. Ne, ne, passt schon. So, Haare, ja. Eine Katze mit Haaren. Ne, da bleibe ich lieber ohne Haare. Cool. Da brauche ich aber ganz schön lange für. Um die Haare da so zu stylen. Okay. Ein Bart haben wir jetzt auch nicht gerade. Ist schon so in Ordnung. Dann erstellen wir mal den Namen. Ja, das LP lasse ich jetzt mal weg. Das sieht nicht so elegant dann aus.